Willkommen zum dritten Tag hier. Nochmal ganz kurz eine Wiederholung, wo wir am letzten Tag aufgehört haben, damit wir einfach wieder alle reinkommen. Wir hatten den Lisp-Interpreter in Lisp fertig und der Trick am Schluss für diese Closures war der, dass wir das Environment am Lambda halten. An der User-Defined Function halten wir das Environment, in dem das Lambda aufgerufen wurde, und damit können wir an die Variablen dann hinterher beim Aufruf setzen wir das wieder als Parent-Environment von dem neuen Environment und kommen damit wieder an die Variablen ran. So, wir haben aufgehört mit mitten in der Entwicklung vom Scheme Reader in Smalltalk und da machen wir jetzt gerade wieder weiter. Wir hatten hier ein paar Testcases schon, einen Testcase. Ich möchte das jetzt auch anhand dieses Testcases weiterziehen, relativ schnell mit dem Scheme Reader, weil der ist uninteressant eigentlich. Also den brauchen wir aber, damit wir überhaupt spielen können mit dem Evaluator. Also brauchen wir ein gewisses Minimum, Environment oder Framework, um überhaupt unsere Lisp-Expressions reinzukriegen in den Evaluator, und dazu brauchen wir den Scheme Reader. Und der sollte halbwegs funktionieren. Schauen wir mal, wie das mit den Tests letztes Mal war. Der tut noch. Also ist Scheme Integer. Sie erinnern sich, wir hatten hier unsere Objekthierarchie, Scheme Object, und davon erbt, wenn man es hier anschaut, davon erben dann unsere ganzen Dinger. Da werden noch ein paar dazukommen später. Das ist jetzt erstmal das Minimum Set. So, da war noch was vom letzten Mal übrig. Das schmeißen wir kurz weg. So. Noch einer. Gut. So. Test. Der nächste, also wir wollen hier im Prinzip testen, ob er Integers richtig einliest. Machen wir gleich den nächsten Test. Wenn ich hier zum Beispiel eingebe eine Liste, ich fange mal an mit dem Symbol, das ist vielleicht einfacher, dann muss das ein Scheme-Symbol geben. Und vielleicht können wir den oberen Test noch ein bisschen erweitern und machen da noch rein, Value ist gleich 1, 2, 3, 4, damit wir sicher sind, dass er da nicht irgendwas falsch gemacht hat. Vielleicht geben wir noch eine zweite, weil das sind immer so Randbedingungen, nur bestehend aus einem Charakter zum Beispiel mal ein. Und dann können wir auch gleich noch negative Zahlen testen, die auch wahrscheinlich noch nicht funktionieren, also minus 1, 2 und da muss minus 12 rauskommen. Dann wollen wir testen, ein Symbol zu lesen, und das Symbol, wenn man das nach seinen Characters fragt, dann muss da ein String wieder zurückkommen. Und was kommt, gibt es noch an Möglichkeiten? Wir können noch ein gemeines Symbol machen, zum Beispiel sowas wie 1, 2, 3 plus 4, was ein Symbol gibt. Das heißt, da muss ein Scheme-Symbol zurückkommen mit dem Ding. Damit wir nachher solche Dinge machen können wie plus 1 zum Beispiel als Symbol, und genauso 1 plus müsste auch als Symbol kommen, solange da kein Blank drin ist, 1 plus. So, wenn ich das jetzt gleich mal laufen lasse, Test first, gute Strategie, würde ich Ihnen auch empfehlen, auch wenn Sie es in C programmieren oder in anderen Programmieren, schreiben Sie sich kleine Tests, weil wir werden das so oft wieder neu umschreiben, dass wir dann einfach die Tests nochmal drüber laufen lassen können und schauen, oh, wir haben wenigstens nichts kaputt gemacht. Ganz, ganz guter Trick. So, jetzt haben wir hier, sind wir natürlich in unseren Halt reingelaufen, weil das haben wir noch nicht implementiert. Sie erinnern sich, das war unsere Read-Symbol-or-Number-From-Routine, die liest erstmal bis zu Whitespace, also bis zu Blank oder Newline oder irgend sowas, hier mit Is-Separator, sammelt alles auf, dann hat sie die Characters aufgesammelt in der Variable Cars, da steht jetzt minus 12 drin, klar, wir sind in dem zweiten Testfall, und die minus 12, die behandeln wir noch nicht, weil hier steht Characters-Conform ist Digit, also sind alles Digits, stimmt natürlich nicht, weil der erste Charakter gleich kein Digit ist. Also erweitern wir das mal, unsere Integer-Lese-Routine, da können wir sagen, wenn Characters an der Stelle 1, wenn Characters an der Stelle 1 unser Minuszeichen ist, brauche ich nochmal eine Klammer, und gleich Minus, and die Characters from 2 konform, stimmt es jetzt mit meinem, da stimmt es noch nicht ganz mit der Klammer. Wenn das wahr ist und das wahr ist, brauche ich noch eine Klammer. So, schauen wir mal, ob da true rauskommt. Stimmt so, dann sagen wir auch small integer read from.
Schauen wir mal, ob das stimmen würde. Integer read from characters. Da käme minus 12 raus, das sieht gut aus. Also das lassen wir so. Fortfahren. Ja, das ist noch von vorher, da waren wir nicht durch. So, jetzt sind wir wahrscheinlich an der dritten Stelle, also der Test ist auch gut. Jetzt käme das A, klar, also weder sind es alles Digits, noch sind es ab der Stelle zwei Digits und das erste ist ein Minus. Also sind wir hier unten und das ist eigentlich relativ leicht, dann sagen wir Scheme Return, Scheme Symbol New und Scheme Symbol hat, glaube ich, den Characters, nein, hat noch keinen Setter, schauen wir mal, was der braucht. Im Browser auf Scheme Symbol. Ich glaube, der hat noch keinen Setter auf die Characters. Gut, müssen wir ihm einen definieren. Also hier generiere Setter und Getter. Jetzt haben wir einen Setter, Characters Doppelpunkt und Characters als Getter. So, und da können wir sagen Scheme Symbol New Characters Doppelpunkt. Das, was wir gesammelt haben, nämlich unsere Cars. In unseren Characters sind ja die Characters noch drin. Da ist das A drin. So, das müsste eigentlich reichen fürs Erste. Es kommt nachher noch was dazu, wenn wir so Spezialdinge machen wollen wie Hash T und Hash F. Das werden wir dann hier vielleicht auch noch, vielleicht machen wir es gleich, wenn wir gerade da sind, sagen wir, Cars ist gleich Hash T. Wenn das wahr ist, dann liefern wir ein Scheme True. Und jetzt kommt die erste Frage, New oder nicht New? Wir können hier in Smalltalk einfach sagen Return Scheme True New und dann New redefinieren und da das Singleton zurückliefern. Wenn Sie das nicht können in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache, ich sehe gerade, wir haben kein Scheme True, das noch mit Wellenlinie, das heißt, die Klasse gibt es noch gar nicht, muss ich gleich definieren, dann würden Sie hier so eine Static-Methode aufrufen, die da heißt, das Singleton zum Beispiel oder sowas, das Singleton. Na, das können wir auch machen. Machen wir es so dann. Da machen wir beide Fälle, dann sehen Sie beides dann später, wenn Sie den Code lesen. Okay, jetzt sagt der Scheme True gibt es noch nicht, das müssen wir in Scheme False auch noch nicht wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir, habe ich da noch einen Fehler gemacht? Moment, der hat jetzt hier das hochgebracht, was vielleicht blöd ist. Scheme True, hier muss natürlich Scheme False stehen. Copy, Paste, False. Ja, gibt es immer noch nicht, gibt es auch nicht, aber das stört uns jetzt im Moment nicht. Definieren wir ganz kurz. Das sind natürlich auch Scheme-Objekte, also zwei neue Subklassen. Neue Subklasse Scheme-True und dasselbe für Scheme-False. Und jetzt machen wir die Singleton-Geschichte. Freundlicherweise macht er uns das gleich. Das heißt, wir können hier den Code generieren, Singleton-Pattern. Und dann legt er mir hier so eine Variable an, die heißt the one and only instance. Und dann hat er hier new redefiniert und sagt return the one and only instance. Und the one and only instance heißt, wenn sie nil ist, dann lege ich sie einmal an, indem ich basic new aufrufe. Das ist tatsächlich in Smalltalk die Allokierungsroutine für Objekte, die man normal nicht redefinieren sollte. Aber es wäre auch möglich, dass ich hier gesagt hätte, super new wäre auch gegangen, natürlich können sie auch machen. Alternativ. Und dann macht er natürlich nur einmal, weil beim nächsten Mal ist dann der One and Only Instance nicht mehr nil und dann liefert er sie zurück und damit haben wir das Singleton Pattern implementiert. Geht natürlich nur in Sprachen, wo Sie das New redefinieren können. Also dann sonst müssten Sie gleich the One and Only Single Instance aufrufen. Das mache ich nochmal, gehen wir nochmal zurück zu meiner letzten Änderung, das war hier im Reader und sagen dann hier statt the Singleton the One and Only Instance. Jetzt haben Sie beide Varianten. True. Jetzt hätten wir hier wieder Code-Duplikation, weil im einen Fall haben wir jetzt hier für Scheme False wunderbar dieses Singleton-Pattern, für Scheme True müssten wir es jetzt nochmal implementieren. Kann ich natürlich machen. Ich kann hier auch wieder generieren das Singleton-Pattern. Tatsächlich könnten wir die beiden jetzt auch von einer gemeinsamen Scheme-Singleton-Klasse ableiten lassen und dann den Code da nur einmal haben. Aber ja, mache ich dann offline. So, jetzt habe ich mein Fenster geschlossen, mein schönes mit dem... Nein, ich habe es ganz geschlossen. Okay, das war blöd. Gehen wir nochmal hierher in meine Tests und lasse die nochmal laufen. Das ist falsch, was sagt er? Ach so, nee, das ist eigentlich schon richtig. Scheme Symbol, das nicht anders, scan Scheme Symbol. Das haben wir ihm noch nicht beigebracht, dass er da Ja sagt. Das heißt, wir gehen nochmal zurück und sagen Scheme Object. Da kann ich nicht zurück, weil das ist der gerade läuft. Brauche ich einen neuen. Browser.
Scheme Symbol, da machen wir jetzt einen Test. Und wenn ihn einer fragt, bist du ein Scheme Symbol, dann sage ich ja. Und natürlich in der Superklasse sagen wir nein. Also in Scheme Object Testing haben wir ja schon einen, da können wir sagen Scheme Symbol Return False. So. Und jetzt müsst ihr eigentlich da True liefern. Okay, die Characters kommt auch A. Also jetzt können wir eigentlich fortfahren machen, wobei der das sich gemerkt hat, dass es beim ersten Mal schief ging, muss den Test dann nochmal laufen lassen. Test, Test, Run. Okay, wir haben alle durch. Der Test ist gut gelaufen. Test 1. Ich würde dem vielleicht mal nicht Test 1 nennen, sondern Test 01 Simple Atomic Objects. Damit wir später noch wissen, wenn wir viel mehr machen, Read Simple Atomic Applet. Das 01 hat nur den Sinn, dass er die Tests, den macht er eigentlich alphabetisch durch der Reihenfolge. Und die Simple-Tests sollten als erste kommen, deswegen mache ich 01, 02, die werden dann immer komplexer. Weil wenn dann der simple Reader schon nicht funktioniert, dann brauche ich die komplexen wahrscheinlich gar nicht mehr laufen lassen, weil es schon beim Read dann nicht mehr stimmt. Deswegen gebe ich den einfach so Nummern, dann habe ich eine definierte Reihenfolge. Okay, Test 02 wäre jetzt Read Lists. Und dann wollen wir zunächst mal lesen eine leere Liste und da muss rauskommen, is Scheme nil, hat kein Value. Dann wollen wir lesen eine Liste, die aus einem Element besteht, da muss ein Scheme cons zurückkommen. Und außerdem muss dann kommen, wenn wir das nach dem char fragen, muss dann ein small integer zurückkommen. Und wenn wir das Ding, nein, ist Scheme Integer, sorry, so habe ich es genannt. Ist Scheme Integer? Ist Scheme Integer, gibt es, okay. Und wenn ich es nach dem Cutter frage, dann muss hier nil kommen. Also Sie erinnern sich ja, wie die Liste aufgebaut ist. Wenn ich hier sowas habe wie das hier, dann ist es natürlich nil. Wenn ich hier sowas, sorry, wenn ich hier sowas eingebe und habe hier irgendein Element E, dann ist es letztendlich eine Zelle, wo der char auf E zeigt und der cutter nil ist. Und wenn ich da E1 und E2 habe, Element, dann zeigt er auf Element 1, der zeigt auf ein weiteres Listenelement, Element 2 und hier hinten ist die nil drin. Und das, genau, das testen wir hier. Der cutter ist Scheme nil, wäre unser Test hier. Das da unten brauchen wir nimmer. Das brauchen wir auch vorläufig alles nicht. Das brauchen wir nicht. Und dann lesen wir gleich noch eine weitere ein. Die besteht aus zwei Elementen. Das heißt, hier muss der Cutter wieder ein Scheme Cons sein. Klar. Dann muss der char vom Cutter, jetzt muss ich hier andersrum, in Smalltalk ist ja die Message hinten und der Receiver vorne. Ja, also wenn sie nachher funktional, da komme ich oft durcheinander dann später. Wenn wir Lisp wieder schreiben, müssen wir vorne das char hinschreiben. Hier müssen wir es hinten hinschreiben. Also wenn ich von O den Cutter nehme und dann den char wieder hole, dann muss da ein Scheme Integer wieder rauskommen. Und wenn ich den Cutter nehme und nochmal Cutter, dann muss wieder nil rauskommen, ist Scheme nil. Und dann könnte man auch gleich noch nach den Values fragen. Das heißt, man nur zur Sicherheit, dass der Reader nicht einen Fehler hat, wenn er gleich eine Klammer kriegt. Das haben wir nämlich noch gar nicht getestet. Da können wir hier gleich noch den Value of 0 prüfen. Und hier unten können wir auch sagen, char value muss 0 sein. Und hier vom Cutter, der char muss ein Value 1 haben. So, wenn ich den Test laufen lasse, knallt es natürlich gleich, weil unser ReadList ist noch nicht implementiert. Das haben wir ja noch gar nicht angefangen. Also brauchen wir jetzt ein ReadList from. Vielleicht definieren wir das mal kurz, so ein leeres. Und dann haben wir hier einen Stream. Also was muss er erstmal wieder machen, wenn er, erstens mal hat er hier die runde Klammer, vielleicht sollte er die gleich mal weglösen. Ah, ist egal, ja. Wo wir es machen. Wenn wir nachher sehen, dass es besser wäre, wir hätten es oben gemacht, aber ist egal. Da schreibe ich mir mal einen Kommentar hin. Skip initial runde Klammer auf, die müssen wir erstmal weglesen. Also a read stream next. Next müssen wir erstmal wegmachen. Tun wir das mal. Und jetzt gucken wir mal, was als nächstes käme. A read stream peak. Da kommt jetzt schon die Klammer zu. Also müssen wir vielleicht jetzt Folgendes sagen. Am einfachsten. Ich nehme jetzt was vorweg. Nee, machen wir so. A read stream nach der runden Klammer könnte natürlich auch blanks kommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Skip Separators wieder machen. Und
dann sagen wir, gucken wir mal vorwärts. Das können wir uns auch gleich ausführen. Do it. Und dann schauen wir einen Charakter vor, Readstream Peak. Da käme jetzt unsere runde Klammer. Da sagen wir, wenn das die runde Klammer ist, die runde Klammer zu, dann sind wir eigentlich fertig. Und wir liefern jetzt hier mal Return des Scheme Nil. The one and only instance, das gibt es hier noch nicht, also das Gleiche. Und fortfahren, sagt hat er recht, gehen wir mal da kurz hin und bringen dem auch noch. Jetzt sehen Sie, es wäre schon besser gewesen, wir hätten vorher eine abstrakte Klasse dazwischen geschoben. Dann haben wir das jetzt nicht dreimal. Das machen wir vielleicht gleich an der Stelle. Das heißt, ich gehe hier mal hin und sage erstmal zwischen false. Zwischen false, da mache ich mal eine neue abstrakte Klasse dazu. Das gibt es hier irgendwo. Moment, Refactor, Refactor, Refactor. Wo ist denn das? Hat irgendjemand aus meinem Menü hier rausgenommen? Generieren. Okay. Okay, normalerweise gab es hier immer ein Menü, das hieß Refactor, das hat irgendjemand rausgenommen. Ah, vielleicht hier oben jetzt inzwischen, Moment. Klasse. Nee. Okay, machen wir es von Hand. Das heißt, ich mache hier eine Scheme Singleton-Geschichte, bringe dem das bei, generieren Singleton-Pattern. Und jetzt machen wir einfach hier, das Ding soll jetzt von Scheme Singleton. Singleton erben. Und jetzt wird er gleich merken, dass das ein Problem macht. Nee, merkt er nicht. Weil jetzt habe ich das zweimal. Hätte er nicht machen sollen. Kann er nicht. Okay. Scheme Singleton. Ist false. Jetzt muss ich den ganzen Code Klumpatsch hier, den ich eigentlich hier habe, wenn ich da jetzt accept sage, dann merkt das, dass es das schon gibt und ich brauche es eigentlich nicht. Also da, das, aber eigentlich hätte das schon beim Anlegen merken müssen. Da gab es auch mal den Code, aber der tut gerade irgendwie nicht. Und jetzt machen wir es ganz einfach. Jetzt kopieren wir die Klasse einfach um. Nee, geht nicht. Gehen wir zum True noch, legen das auch unter das Scheme Singleton. Schmeißen den anderen Dinger weg da, diesen übrig gebliebenen. Und schmeißen die ganzen drei Methoden alle weg. So, was tut es jetzt? Jetzt sieht es gut aus. Scheme Singleton. Scheme Singleton, da sind jetzt meine zwei Klassen drunter. False und True, die beiden machen nichts. Der macht was. Vielleicht eine interessante Sache. Was ich hier mache, ich halte mir ja quasi sowas in Java-Parlance, würden Sie sagen, wie ein Static Singleton. Es geht in Java natürlich nicht, was ich hier tue, nur dass Sie es wissen. Sie müssen da wirklich den Code duplizieren, aus dem einfachen Grund, weil hier in Smalltalk können Sie der Klasse selber Instanzvariablen geben. Das sind keine Static-Variablen, sondern das sind tatsächlich an der Klasse, am Klassenobjekt. Die erben die. Das heißt, der da unten, wenn ich die Klasse angucke, der hat sein eigenes The One and Only Instance und der hat ein anderes The One and Only Instance. Wohingegen der Code hier oben sitzt, der darauf zugreift und der wird vererbt. Also in Java müssten Sie das ein bisschen anders machen, in Sprachen, wo die Klassen selber keine Objekte sind in dem Sinn. Und jetzt wollten wir hier einfach noch eine neue Klasse dazu tun, neue Subklasse, das ist hier. Neue Subklasse und die heißt jetzt Scheme Nil, falls es die nicht schon gibt. Ne, die gab es noch nicht, okay. So, wunderbar. Weg damit. Und wenn ich jetzt sage, the one and only instance, dann kriege ich ein Scheme Nil. Und das war's, was ich wollte. Halt, da muss ich vorher akzepten. Jetzt haben wir noch einen Fehler, den werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht, ob jemand schon auffällt, was mein Fehler jetzt gerade ist. Mir kommt es gerade, wie ich wegklicke, aber ich wollte es trotzdem vielleicht noch kurz lassen. Was passiert mit der runden Klammer auf? Die wird nicht weggelesen. Das heißt, wenn ich später weiterlesen will, dann lese ich die runde Klammer nochmal. Also eigentlich muss ich dafür sorgen, dass die hier weggefressen wird.
read stream next. Weil mit peak habe ich ja bloß vorgeguckt in meinem Stream. Und mit next wird tatsächlich der read pointer weitergezählt. Okay. Ja, abbrechen. Jetzt nochmal, jetzt müsste der erste Fall gut tun. Ah, ist scheme nil, kennt er noch nicht. Browser wieder. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Das heißt, da kann ich aber auch generieren Testmethoden. Moment. Typprüfung für diese Klassen ist xxx. Und jetzt fragt er mich, wo er denn den false machen soll. Das machen wir hier drin. Und jetzt hat er mir hier ein isScheme nil gemacht und weiter oben in Singleton hat er mir auch ein Scheme nil gemacht. Also der generiert mir hier was rein, da brauche ich nicht zu viel tippen. Nochmal hier, jetzt kommt da true. Und jetzt müsste er eigentlich über den ersten Testfall drüber laufen. Tut er auch, weil wir sind jetzt schon beim nächsten. Das ist nämlich der hier unten. Also der obere lief gut. Read from, runde Klammer, wir kamen wieder in unsere Read-List. Wir sind in diesen Fall reingelaufen. Nun, was müssen wir machen, wenn es nicht gleich eine schließende Klammer kommt? Also in dem Fall. Nun, was ist das hier? Das E. Das E ist entweder wieder ein Atom, also 1, 2, 3. In unserem Fall ist es eine 0, würde passen. Könnte aber auch wieder eine Liste sein. Also könnte wieder irgendwie verschachtelt ganze Expression sein. Also rufen wir doch einfach den Reader rekursiv auf und sagen, was der lesen würde, ist unser Element hier. Also sagen wir hier, machen wir eine lokale Variable, machen wir gleich. Da sagen wir hier, Element ist self read from a read stream. Schauen wir mal, ob das funktionieren würde. Und deswegen ist da so wichtig, dass jeder am Schluss dann den Readpointer an der richtigen Stelle lässt und nicht eins zu wenig oder zu viel liest. Da käme unser Scheme-Symbol. War das überhaupt richtig? War das ein O? Ah, das sieht nicht gut aus. Wollen wir mal schauen. Und dann, was machen wir dann? Dann müssen wir eigentlich sagen, okay, jetzt haben wir das gelesen. Jetzt geht es eigentlich gerade wieder weiter. Jetzt lesen wir die Restliste. Also sowas wie return scheme cons new scheme cons new bestehend aus einem char, dem Element, das wir gelesen haben, und dem Kürter self read list rest a read stream. Das wollten wir eigentlich machen an der Stelle. Und wenn wir das Read-Stream-Rest nachher implementieren werden, werden wir feststellen, dass es genau das gleiche ist wie das Read-List an der Stelle. Mit der einen Ausnahme, dass der Read-List-Rest kein initiales rundes Klammer auf weglesen muss. Ja, weil eigentlich der List-Rest hat die gleiche Syntax wie die Read-List, bis auf die runde Klammer am Anfang, richtig? Also muss auch der rekursive Aufruf eigentlich möglich sein. Also machen wir das mal. Erstens mal haben wir hier kein L. Müssen wir lokal definieren und Lyric List Rest gibt es noch nicht. Und Karl Kürter gibt es auch noch nicht. Das definieren wir jetzt gleich mal kurz. Gehen wir kurz, wie halt, der ist noch da hinten, der Debugger. Irgendwie mit diesen großen Fenstern habe ich ein Problem. Und ich kann das irgendwie nicht kleiner machen. Moment, das muss ich nochmal machen. Alle Fenster auf den Schirmbereich. Jetzt ist das hoffentlich groß genug, dass ich das kleiner machen kann. Ja. Geht es für Sie auch noch? Weil dann kann ich den Debugger daneben haben. Also nochmal, wir waren hier Scheme Cons, Read-List Rest. Also wenn ich jetzt Read-List Rest implementieren wollte, wie gesagt, dann müsste ich das gleiche machen wie hier drin, bis auf dieses initiale Read-Stream Next. Und deswegen move ich das jetzt einfach in den Caller rein. Ich mache es hier raus, übernehme das mal und dann gehe ich in dieses Read-List From und mache hier den Next und spring hier, hier heißt es a Stream, und überlese hier die runde Klammer auf. Machen wir nochmal. So, und hier kann ich dann ReadList eigentlich wieder aufrufen, statt ReadListRest, das bin ich ja dann selber, passt auch. ReadListFrom, natürlich. Brechen, nochmal. Ups, jetzt haben wir eine Endlos-Loop aus irgendeinem Grund und dann hat er mir den Prozess hier gekillt, eine endlose Rekursion gehabt. Das heißt, jetzt muss ich nochmal gucken, was da eigentlich jetzt gerade falsch war. Machen wir so. Und jetzt habe ich wieder so ein großes Fenster. Wieso macht er mir das so groß?
wenn ich das eigentlich nicht so groß haben will. Ah, ich weiß, woran das liegt. Okay, der merkt sich, wie groß das war das letzte Mal. Das ist eigentlich saudumm. Moment, das muss ich kurz für Sie noch fixen, damit die Fenster hier wirklich in Zukunft kleiner kommen. Ich glaube, wenn ich das schließe, dann merkt er sich die Größe, hoffe ich. Ja, okay, die letzte Größe. So, das ist, glaube ich, besser. So, nochmal zum Test zurück. Test, Test, Readlist, Debug. Hier sind wir. Element ist ein Scheme-Symbol. Das ist schon mal ganz komisch. Das soll es eigentlich nicht sein mit Character. Ah, Sie sehen, wir haben einen Fehler gemacht beim Lesen. Wir müssen natürlich beim Read-Symbol auf die runde Klammer auch achten. Wir lesen da bis zum nächsten Whitespace und das ist zu viel. Ja, oder bis zum Ende. Das heißt eigentlich, unser Read-Symbol, was wir hier haben, im Reader, Moment, ich mache mal einen neuen Tab, im Reader, Reading, Read, Symbol or Number, da steht, solange bis er entweder am Ende ist, solange bis er am Ende ist oder ein Separator kommt, oder na, oder Character ist gleich die runde Klammer zu, damit man nämlich hier nicht zu viel lesen, damit wir beim Read-Symbol die runde Klammer als Trenner auch erkennen. Da könnte man eigentlich gleich sagen, okay, da ist unser Test vielleicht ein bisschen blöd gewesen, hätte man hier testen sollen, wäre auch gut gewesen, machen wir. Das heißt, wir machen hier ein Read-From und sagen, wir lesen ein Symbol mit einer Klammer zu. Ja, schwierig zu sagen. Weil jetzt müsste man an den Stream kommen und sagen, der Stream muss da positioniert sein. Da komme ich aber hier auf der Ebene nicht. Da mache ich keinen Test dafür. Sie machen das zu Hause, bitte. Das ist jetzt hier wieder. Na, wir können es machen. Also anstatt, ich könnte Read from Stream gleich aufrufen. Das wäre besser. Machen wir es doch. Also, ich sage, ich mache mir einen Stream S. Der liest von A, Klammer zu, ReadStream. Dann habe ich den Stream an der Hand, da brauche ich eine Variable, eine lokale, S. Und dann sage ich ReadFromStream. Und da lesen wir jetzt das A, runde Klammer zu. Und dann sagen wir, okay, da muss ein Symbol kommen und es muss ein A sein, das ist alles richtig. Aber zusätzlich verlangen wir noch, dass S, Peak, also wenn ich da jetzt vorgucken würde in dem S oder wenn ich da lesen würde, könnte ich auch machen, dass dann diese runde Klammer trotzdem noch kommt. Das wäre jetzt der Test. Und useless computation, natürlich, macht auch keinen Sinn, weil ich müsste es schon überprüfen. So. Okay, Debug. Und was sagt er hier? String does not understand. Read from stream. Aber, ja, Quatsch. Ich muss ja auch das S übergeben natürlich und nicht den String. Übernehmen und gleich nochmal, resend, nochmal von vorne und wir kriegen grün. Okay, das hat also jetzt funktioniert. Sie sehen, man kann nie genug testen. Jetzt sind wir hier, Element haben wir jetzt gelesen. Jetzt ist es eine Scheme-Integer. Das haben wir eigentlich auch erwartet. Vorher war es nämlich ein Scheme-Symbol wegen der Klammer, weil er die noch mit falsch in. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt in unserem Ding kommt. ReadStream Peak. Das haben wir aber schon geprüft, dass das Tum stimmt. Da kommt jetzt die runde Klammer. Und wenn wir uns jetzt rekursiv aufrufen, wenn wir jetzt weiter steppen, mache ich mal Single Step. Jetzt will er die Cons anlegen, das ist klar. Und jetzt ruft er sich rekursiv auf für das Read List. Und dann kommt er gleich in die runde Klammer zu. Und bringt die Nil zurück, das Scheme Nil. Passt, also machen wir mal seinen Schritt, seinen Schritt, seinen Schritt. Genau, da landet er drin. Jetzt bringt er die Nil zurück, seinen Schritt. Jetzt müsste man eigentlich wieder rauskommen in dem Caller. Moment, hier sind wir. Und jetzt sagt er, okay, was hat er? Er hat jetzt einen Car und einen Kutter. Der Car wäre meine Scheme-Integer, der Kutter ist unser Scheme-Nil. Und da muss er jetzt ein Ding draus machen. Wobei wir noch keinen Setter haben für Car-Kutter. Das müssen wir ihm jetzt kurz beibringen. Implementer, Browse. Und da sagen wir einfach, ich möchte für Car und für Kutter einen Setter haben. Aber einen, der zwei Argumente erwartet, nämlich sowas wie Car-Kutter. Und dann setzt er beide. So, und jetzt können wir eigentlich hier Resend machen. Und das kam zurück. Hier ist unser Car und hier ist unser Kutter. Jetzt wäre es natürlich noch nett, wenn der sich gescheit printen würde, aber da kommen wir gleich dazu.
Gehen wir weiter, Zeilenschritt. Iscim cons versteht er nicht, sollten wir ihm auch beibringen. Gehen wir mal kurz dahin, definieren das kurz und sagen, true, jawohl, gute Idee, was er da gemacht hat. Und dann wollen wir das auch gleich definieren in der Superklasse. Das heißt, wir wollen hier eine false zurückliefernde, false liefernde Is-Testklasse in der Superklasse machen. Das heißt, in Scheme-Object, der sagt false. Hier? Ah, da unten, ja. Ja, es ist so, wir haben neulich diese Menüs umgestellt, ein Kollege. Und da sind jetzt nämlich hier andere Source Code Management Menüs. Und ich vermute, dabei hat er zufällig das Refaktorieren aus dem Klassenmenü wegoptimiert. Das war hier nämlich auch mal drin, da konnte man auch einige Sachen machen. Ist das nächste Mal wieder drin. Das liegt einfach daran, dass ich einfach hier das allerneueste System immer verwende, das eigentlich gerade 3 Stunden alt ist. Und manchmal passiert es halt, dass ich dann. Aber anders wird es nicht gut getestet. Also, es ist halt. Weil das kriegt man alles gar nicht automatisch getestet, solche Dinge. Da testet man sich zu Tode oder die Tools sind dann auch. Ja. So was passiert, aber solche Dinge werden gerade in der IDE schnell gefunden normalerweise. Morgen ist das dann wieder draußen. Ist jetzt bloß peinlich, weil es auf dem Film ist. Hallo, Welt. So. Abbrechen. Debug. Nochmal, den brauchen wir glaube ich nicht mehr, den halt. Den können wir rausschmeißen und sagen, weiter geht's. Fortfahren. Und ist Scheme cons. Scheme cons versteht noch kein Car. In Zukunft werde ich das, glaube ich, jetzt immer gleich programmieren und nicht erst hinterher. Das heißt, hier brauche ich jetzt noch 2 Getter für die 2 Dinger. Generieren Get-Methoden. Und dann kommt jetzt hier der Car raus. Und das ist ein Scheme-Integer. Machen wir nochmal den ganzen Test von vorne. Debug. Und er ist durchgelaufen. Also unser Reader liest schon mal sowas. Jetzt kommt noch der letzte Test. Der interessant ist hier in dem Zusammenhang, sagen wir, wir machen hier eine Liste wieder, die 0,1 und dann geht es wieder zu. Und dann machen wir eine, wo 2 und nochmal verschachtelt, 3 zurückkommt. Und das soll er dann einlesen. Vielleicht machen wir zur Abwechslung nochmal ein Symbol dazwischen. Jetzt wird unser Test natürlich recht komplex. Also das erste, das Car muss jetzt wieder ein Scheme Cons sein. Dann haben wir den Car vom Cutter. Das muss ein Scheme-Symbol sein. Weg damit. Und dann haben wir den Car vom Cutter vom Cutter. Car vom Cutter, den Rest. Den First vom Rest vom Rest. Das muss dann das da sein. Muss wieder ein Is-Scheme-Cons sein. Und wenn wir von dem Ding, halt Car, da muss Car vom, nee, Cutter, Cutter, Car. Ich muss hier ja in Smalltalk andersrum denken. Und wenn wir von dem Cutter, Cutter, Car, was der da hinten ist, wenn wir von dem wieder den Car nehmen, dann muss da wieder ein Scheme-Integer rauskommen. Value gleich 2 können wir gleich prüfen, dann muss die 2 kommen. Und das reicht mir jetzt erstmal. Jetzt bin ich zu faul. Okay, Debug. Aha. Jetzt liegt es an Test oder liegt es an dem? Also der Cutter-Car wollte ich hier testen. Das war nämlich der da gerade wieder falsch rum. Da kommt nämlich das Scheme-Symbol raus. Abbrechen, nochmal. Okay, hier ist dasselbe. Ich will zuerst den Cutter, halt, das ist nicht ganz richtig. Das ist allerdings jetzt interessant. Is-Cons versteht er nicht, weil es Is-Scheme-Cons natürlich heißt. Und jetzt aber grün. Also unser Reader tut schon ganz gut. Jetzt wäre noch eine Geschichte, das letzte. Also Sie sehen, so ein Reader geht eigentlich fast wie das Brezelbacken, fast. Was wir noch machen wollten, ist sowas, dass man e.x sagen kann, damit wir unsere degenerierten Listen auch eingeben können, unsere Kunstzellen. Gleich noch ein Test. Also read, schreiben wir mal degenerated list. Degenerated lists. Was wollen wir lesen? Wir wollen sagen 1.2. Wir können nicht schreiben 1.2, weil unser Symbol würde da zuschlagen und würde sagen, ah, das ist ein Symbol. Da müssen wir dann schon blank dazwischen machen. Das ist übrigens dasselbe bei unserem Racket. Der erlaubt das auch nicht. Also wenn ich jetzt, hoffentlich
kommt jetzt nicht gleich wieder eine lange Warteschleife. 1.2 muss ich auch einen Blank dazwischen schreiben, damit das funktioniert. Siehe da, ne? Illegal use of Punkt. Natürlich brauche ich ein Quote drumherum. 1.2. Dann habe ich das, wenn ich das aber zusammenschreibe, 1.2, dann ist das nachher car, dann ist es nachher eine Liste mit einem Element von 1.2 und Cutter von 1.2, halt mit Klammer, 1.2 ist dann nämlich nil, weil er es als Symbol, wir können auch mal fragen, bist du ein Symbol, du car von 1.2 und dann wird er uns sagen, ja, nein, false. Hä? Bin ich jetzt, sieht es jemand auf Anhieb, Quote 1.2, auch false? Ach, das ist eine Float natürlich. Okay, sorry, jetzt bin ich gerade selber auf dem Schlauch gestanden. Jeder Lisper, der zuhört, wird jetzt sagen, so ein Depp. Natürlich, jetzt ist es drauf, okay. So. Wir haben uns selber wieder. Also, das heißt, ich mache hier einen Blank dazwischen. Vielleicht machen wir es auch so mit A.B, dann wissen wir es wirklich. Da muss also zurückkommen ein Scheme Cons und der Car von dem Ding muss sein ein Scheme Symbol und der Cutter muss das auch sein. Und dann machen wir noch ein spezielles. Wenn wir nämlich am Anfang sagen A.B.C, dann gibt es ja eine Liste, die in der letzten Zelle dann nochmal das Ding hat. Sie erinnern sich. Das heißt, da wird der Test dann so sein, dass man sagt, der Car ist ein Scheme-Symbol, der Car vom Cutter ist wieder ein Scheme-Symbol und der Cutter vom Cutter ist nochmal eins. No. Dieser falsche Kommentar kann auch weg. Test 03. Klappt natürlich noch nicht, landen wir gleich wieder im Debugger, weil das haben wir noch gar nicht implementiert. Was haben wir denn überhaupt gekriegt? Das ist ja interessant, er hat was nämlich gelesen, er hat ein Scheme Cons zurückgeliefert, Inspect, mit einem Car, ein Scheme Symbol, dem Scheme Symbol bringe ich jetzt gleich mal bei, wie der sich printet. Das heißt, hier sagen wir mal Printing und da bei Printing sagen wir, wenn der gefragt wird, dass er sich auf einem Stream printen soll, dann sagen wir a stream next put all oder wir können auch sagen Symbol Klammer auf print on a stream und dann sagen wir characters print on a stream. Und dann sagen wir runde Klammer zu, print on a stream. Und wenn man ihm das beigebracht hat, da fehlt noch was. Natürlich, das braucht es alles gar nicht. Und wenn wir ihm das beigebracht haben, dann können wir hier wieder zurückgehen. Und dann sagt er, ich bin das Symbol A. Okay, und im Cutter, da steht wieder ein Cons, interessanterweise. Und da steht wieder Symbol Punkt. Aha, Sie sehen, unser Symbol Reader hat auch wieder die Punkte interpretiert. Das sollte man natürlich nicht machen. Das heißt, wir müssen, also diesen Punkt hat er nicht erkannt, klar. Das heißt, wir müssen hier im Reader schauen, bei Read Rest, wo sind wir? As yet, das gehört eigentlich auch zu Reading. Da rein, Read, wo habe ich es jetzt? Das ist falsch. Da ist immer noch ein Demo, wo kommen die ganzen Blablas her? Die haben wir, glaube ich, das letzte Mal nach der Vorlesung. Das kommt alles hierher, nach Reading. So, okay, read list rest from. Bei read list from, da müssen wir nämlich gucken, wenn wir, hier kommen wir nach diesem ersten Element lesen. Wenn wir das erste Element gelesen haben, da müssen wir gucken, ob wir auf einem Punkt stehen. Das heißt, hier müssen wir als nächstes auch nochmal danach wieder die Separatoren, kopiere ich mir von da oben am besten, die Separatoren wieder überspringen und dann gucken, ob a read stream peak gleich gleich dem Dollar ist, dem Punkt ist. Wenn das wahr ist, dann machen wir was anderes.
Dann überlesen wir den Punkt, rufen rekursiv den Read wieder auf für den Rest hier hinten, aber hängen das dann in den Cutter rein. Okay, also wir sagen a stream next, sieht aus wie da oben, a stream next und sagen dann, wir machen einen Alt falsch, Ctrl Z, nochmal, wir machen wieder einen Scheme Cons New mit dem Char, dem Element, das wir gelesen haben, aber der Cutter, da sagen wir jetzt nicht Read List, sondern Read from Stream. Das heißt, wir rufen wieder den Reader komplett auf. Okay, das war's schon. Jetzt sind wir eigentlich fertig, weil der tut jetzt wunderbar. So, das war der Reader. Dann zum Runterladen. Ja, bitte? Ja, noch nicht. Ja, okay. Sie haben vollkommen richtig. Sie haben vollkommen recht. Also ein richtiges Lisp hat natürlich noch zwei Dinge mehr. Also das hat natürlich dieses True, False und dann die Integers 1, 2, 3, 4. Aber bitte? Also die Frage: Er kann noch keine Floats und andere Objekte lesen. Das müsste jetzt alles in den Reader rein und zwar an diese Stelle hier unten habe ich ja gesagt Read Symbol or Number und hier sage ich, wenn die Characters alle Digits sind. Jetzt müsste ich zum Beispiel noch sagen, wenn die Characters könnte ich zum Beispiel ein Pattern Match machen mit einer Regular Expression, wenn das eine Float entspricht, wäre eine Möglichkeit. Oder ich könnte natürlich auch frecherweise, könnte ich jetzt, wenn ich hier in Smalltalk bin, einfach sagen, konvertiere mir das mal zu einer Number, wenn dann Fehler auftritt, dann war es keine. Und wenn es gut ging, dann wird es wohl eine gewesen sein, entweder eine Float oder eine. Also ich könnte das mal so machen, dass ich zeige es Ihnen mal, wie man es hier machen würde. Man würde sagen, Value ist Number, Number ist polymorph, der liest Floats und Integers und alles Mögliche. Allerdings möglicherweise zu viel, weil der kann jetzt auch schon Fractions und alles Mögliche. Read from und gebe ihm hier die Chars mit und sage on error nil. Also eigentlich ist das kann man hier einen Block mitgeben und den Value von dem Block liefert er dann zurück als Fehlerfall. Und jetzt sage ich value not nil if true. Ich lasse es mal hier drin, da können Sie es dann beim Downloaden dann sehen. Und jetzt muss ich natürlich wieder gucken, erstmal eine Variable value. Jetzt muss ich gucken, ob das eine Integer ist. Value is Integer, das geht in Smalltalk. Dann sage ich if true. Und Sie könnten ja zum Beispiel, wenn Sie es in C, dann würden Sie eine Scheme Integer zurückliefern. Wenn Sie es in C implementieren, könnten Sie zum Beispiel A to F und A to I aufrufen. Die haben ja auch alle Fehler, Return Values. Und dann sehen Sie, dass es nicht funktioniert hat oder sowas, oder ein Scanf. Wobei, da muss man bei den Dingern muss man zum Teil aufpassen, dass man sich da nicht irgendwas einhandelt, aber gut, im Allgemeinen für uns geht es jetzt schon. Sowas, also Scheme Integer Value und dann kann man noch weiter eine Fallunterscheidung machen und kann sagen, wenn da eine Float kam, also is Float, dann liefere ich eine Scheme Float zurück. Mit dem Value und das können wir mal auskommentieren, dann brauchen wir den Code nicht mehr, weil der kann jetzt eigentlich auch schon die Vorzeichen richtig. Scheme Float, sehen Sie, haben wir noch keine implementiert. Machen wir kurz. Neuer Tab, gehen da zu der Scheme Integer. Eigentlich sieht es genauso aus wie eine Scheme Integer. Da wird es sich vielleicht auch anbieten, dass man da eine Scheme Number dazwischen schiebt. Scheme Number und Scheme Number hat eine Value. Wobei eigentlich wollte ich die Vererbung hier gar nicht verwenden, weil sie die nachher in C auch nicht haben. Also insofern mache ich es jetzt mal nicht smalltalkisch, indem ich das Ding einfach im Grunde genommen kopiere und sage, ich habe eine Scheme Float und muss natürlich dann in der Kopie sagen, ich bin auf keinen Fall eine Integer, ich bin aber eine Float und den Scheme Integer schmeißen wir raus. Den Value Getter und Setter können wir wieder verwenden und dann brauchen wir noch hier oben ein Scheme Float, der False liefert. So, das wäre das. Dann hätten wir die Floats. Was es auch noch gibt in allen Schemes, sind natürlich noch mehr Sachen, also zum Beispiel Vektoren haben die alle, Arrays. Und die brauchen sie, weil wenn sie nur Listen haben, dann sind alle Algorithmen, die sie schreiben, per se minimal on. Sie können nicht o1 oder o_const machen. Also sprich, sie wollen das fünfte Element von irgendwas haben, von einer Collection, dann müssen sie immer durchenumerieren, haben sie order n. Komplexität, immer automatisch. Und manche Algorithmen, die eigentlich ON sein könnten, wenn man ein Array hat, werden dann ON Quadrat automatisch. Das heißt, Sie brauchen natürlich einen Container, bei dem Sie unabhängig von der Größe auf einer bestimmten Position ein Feld rausholen können, damit Sie solche O-Konst oder Algorithmen überhaupt schreiben können. Deswegen haben alle Lisps auch einen Vektortyp, den definiert der Reader
macht dazu Folgendes: Wenn er einen Hash, Klammer auf, erkennt, dann legt er einen Vektor an und die Elemente sind dann in einem Objekt am Stück. Ja, wir können das auch mal machen, wir können einfach eine neue Subklasse machen. Neue Subklasse, das wird dann ein Scheme-Vektor und der hat hier die Elements. Und der Scheme-Vektor hat natürlich wieder IsVector und so weiter. Und unser Reader müsste dann sagen, wenn da ein Hash, Klammer aufkommt, muss er es erstmal sammeln und dann legt er einen Scheme-Vektor an und liefert den zurück. Und wir brauchen hinterher ein paar primitive Funktionen für Vektoren, wie get an Position und set an Position. Schauen Sie nach in der Scheme-Dokumentation. Sie finden, da gibt es ein Array-Ref, Vektor-Ref und Vektor-Set als elementare Funktion. Und dann gibt es Vektor und Make-Vektor, um solche Arrays anzulegen. Und damit können Sie dann const zum Beispiel Hash-Tables implementieren und solche Dinge. Was ja nicht geht mit einer Liste. Also eine Hash-Table macht gar keinen Sinn, wenn Sie da nicht hin positionieren können, sondern wenn Sie sowieso alle Elemente durchsuchen müssen. Ne? Also das ist wirklich unser Minimal-Lisp, das wir hier machen. Das ist nicht praktikabel. Das ist eigentlich nur, um die Konzepte, die minimalen Konzepte darzustellen. Aber machen Sie sich die Mühe, also ich würde das dann als, wenn Sie mal so weit sind, schon, machen Sie als Hausaufgabe oder als Übungsaufgabe, implementieren Sie Vektoren mit den drei, mit den zwei Get- und Set-Funktionen und mit einer Make-Vektor und der Reader muss konstante Vektoren können. Das ist aber wirklich einfach. Aber Sie können hinterher viel tolle Sachen dann wieder auf der Lisp-Ebene damit basteln, die Sie sonst über Listen abhandeln müssten. Also es ist klar und ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Ich wollte jetzt erstmal nur weitermachen, dass wir aus der Read-Problematik mal rauskommen hier und dass wir jetzt an den Eval kommen. Als zweites brauchen wir noch einen Printer. Das heißt, ich definiere auch gleich mal wieder einen Test dazu. Eigentlich hätte ich gern einen Test 0, vielleicht lassen wir mal ein paar Nummern frei, dann können wir noch ein paar weitere dazwischen basteln, falls wir noch mehr brauchen. Machen wir mal mit 10 weiter. Das wäre jetzt ein Print Simple Objects. Das heißt, wir brauchen einen Scheme-Printer und dem sagen wir wegen mir print on. Und wo soll er printen? Dem geben wir dann einen Stream mit. Jetzt mache ich erstmal Transkript. Dann können wir, lassen wir den da oben rausdrucken. Das wird ein blöder Testfall. Aber wir machen mal ein, der hat auch keinen Return-Wert. Der ist im Prinzip void. Und wir sagen, O ist ein Scheme nil, the one and only instance. Und dann printen wir mal raus und schauen mal, was der Scheme-Printer printen würde. Auch nochmal, um es zu wiederholen, das ist nicht typisch Smalltalkisch und es ist auch nicht typisch Java-isch, was ich jetzt hier mache, weil normal wird man natürlich in dem O dann die Print-Routine redefinieren, damit das printet. Ich programmiere es jetzt mal so, weil so wird es auch in C dann sein, also in einer Routine, wo Sie keine in einer Sprache, wo Sie keine Vererbung haben. Und da hätten Sie dann eine Print-Funktion, was das nachher quasi ist. Und der soll das dann ausgeben. Scheme Printer, print on, print, natürlich müssen wir ihm sagen, was er printen soll, nämlich das O auf dem Transkript und das kann der noch nicht. Schauen wir mal, Scheme Printer, Browser, vertippt, verklickt, Browser. Der Scheme Printer hat noch keine, das machen wir hier Printing, Printing und dann sagen wir hier print. Ein Objekt O on a stream. Und in C hätten Sie eine Fallunterscheidung. Da würden Sie sagen, O is scheme nil if true. If true. Dann sagen wir, was weiß ich, Klammer auf, Klammer zu, print on a stream. Return self. Und machen wir gerade mal ein paar Fälle. Copy, paste. Ist Scheme integer, dann geben wir die O-Value print, dann käme unser Float-File. Hier wäre dasselbe, also in Smalltalk, der kann das schon polymorph. In C würden Sie dann natürlich hier printf%i machen und hier printf%f. Dann machen wir noch eine true und false, also ist Scheme true. Dann printen wir ein Hash T, bei is scheme false, dann printen wir ein Hash F und zum guter Letzt unsere Liste, also wenn es ein scheme cons ist, if true, dann printen wir mal eine runde Klammer auf und rufen dann auf self print list
Doppelpunkt O on a stream. Eigentlich ist es das gleiche fast wie beim Reader. Und hier unten machen wir einfach mal ein Self-Error unimplemented Scheme Object. Da können wir später mal, dann, das sehen wir dann gleich, wenn wir was vergessen haben. Also ist eine gute Idee, wenn Sie dann so noch nicht implementierte Sachen, Stubs hinterlassen. Ah, gut, da wäre ich gleich reingelaufen. Symbol, gut, dann sparen wir uns das. Ist Scheme Symbol. Es gibt noch einen Objekttyp, übrigens, den habe ich vergessen. Strings gibt es auch noch. Strings, das sind dann in Doppelhochkomma-Characters, also in jedem Lisp oder in jedem Scheme. Und das sind eigentlich ähnlich wie Symbole, nur dass sie nicht in dieser globalen Symboltabelle vereinheitlicht drinstehen. Das heißt, die sind keine Singletons. Sie erinnern sich, wenn ich ein Symbol habe, das ABC heißt, und ich lege später nochmal ein Symbol ab, das auch ABC heißt, dann müssen die zwei identisch sein, was unser Reader noch nicht macht, by the way. Aber das bringen wir ihm nachher noch bei, da müssen wir auch einen Testfall dafür machen. Bei Strings wäre das nicht der Fall. Strings werden allokiert, haben den Inhalt und dienen dann für Printouts und andere Dinge. Also wir implementieren jetzt aber erstmal nur das Symbol, den String werden wir vielleicht auch noch brauchen dann später. Dann sagen wir O-Characters print on a stream. So, Printlist kennt er noch nicht. Printlist, was muss der machen? Die runde Klammer haben wir schon geprintet. Also wenn wir Printlist, und jetzt nenne ich das mal L für List on a stream, dann sage ich jetzt L ist... Ah, nee, das ist nil, kann es natürlich jetzt schon mal nicht sein. Dann sage ich erstmal LK, also self, ich rufe mich rekursiv auf, self print LK on a stream. Und jetzt ist die Frage, jetzt könnte ich natürlich sagen self print list rest L cutter on a stream. Weil das Printlist Rest werden wir nachher. Eigentlich können wir es auch hier drin machen. Ich brauche keine zwei Routinen. Jetzt sagen wir, lcutter ist scheme nil, if true. Also dann sind wir am Ende. Dann sagen wir, Klammer zu, print on a stream. Ja. Und return self, das war's. Das I bei nil ist groß. Ja. Und dann haben wir noch, dann käme eigentlich, würden wir eigentlich sagen, self, na zunächst mal vielleicht ein Space nach diesem da oben, also a stream, da geben wir ein Space aus, print on a stream und würden eigentlich uns jetzt rekursiv aufrufen, das heißt wir sagen print list l Cutter on a stream. Wir werden nachher sehen, dass das noch nicht ganz reicht für die Dinger mit der Dot-Notation. Da haben wir jetzt noch keine Dot-Notation supported, also diese degenerierten Listen. Aber wir probieren mal, was unser Printer jetzt macht, das machen wir dann gleich. Test print simple. Aha, da hinten kam es raus, aber für unseren Test ist es natürlich blöd, weil da muss man manuell testen, da müssen wir immer visuell überprüfen, ob es auch stimmt. Deswegen lassen wir ihn hier printen in einen Stream rein. Das heißt, wir machen hier ein S und sagen printe in S Doppelpunkt gleich ein WriteStream auf einen leeren String. WriteStream. Und dann sagen wir self-assert der Inhalt von dem S, Contents soll sein, runde Klammer auf, runde Klammer zu. So, und das wäre jetzt ein sinnvoller Test. Und der läuft grün. Machen wir gleich den nächsten. Wir testen, wie unser Printer mit einer Zahl umgeht. Also wir sagen Scheme Integer, New Value, wieder 1, 2, 3. Halt, 1, 2, 3. Und dann printen wir das und dann erwarten wir, dass da 1, 2, 3 drin steht im Stream. Schauen wir, ob das tut. Tut auch. Der nächste Fall wäre... Jetzt haben wir ja Floats. Tatsächlich haben wir für unseren Float noch keinen Reader-Test. Das wäre vielleicht an der Stelle ganz gut, wenn wir das noch kurz machen. Simple Object ist das. Dann machen wir hier oben noch einen kleinen Test rein oder vielleicht weiter unten.
Hier nach den ganzen Integers machen wir hier noch einen Float-Test rein und sagen, wir wollen lesen 1.234e hoch 17. Und dann muss da eine Scheme Float rauskommen. Und bei Scheme Floats, bei Floats vergleichen mit Gleichheit ist immer kritisch, das wissen Sie alle, weil Floats natürlich immer runden auf dem letzten Bit. Das heißt, da hat man immer eine Ungenauigkeit drin, also die kann man schwer. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, aber ich würde niemandem empfehlen, jetzt so einen Code zu schreiben. Scheme Symbol. Das ist jetzt interessant, weil das hat er jetzt als Float gelesen. Naja, als Scheme Integer. Darf er schon gar nicht machen. Aha, Sie sehen, wir haben hier ein Problem in unserem Reader jetzt eingebaut irgendwie. Der tut nämlich nicht mehr. Ist ganz gut, dass wir den Test mal wieder laufen lassen, weil wir haben hier einen Fehler eingebaut vorher mit unserem Read. Also das müssen wir nochmal besser machen. Ich nehme es jetzt mal wieder raus, diese ganze Float-Support, weil ich da jetzt mich nicht aufhalten will. Im Grunde genommen muss man diese Reading-Geschichten hier... ich kann auch mal kurz einen Breakpoint drauf machen und mal schauen, woran es tatsächlich liegt. Vielleicht halten wir uns trotzdem kurz drauf, dann auf. Das war der hier. Und warte mal, wir brauchen, welchen Test war es? Das war der da unten. Es wäre besser gewesen, ich hätte da lauter Einzeltests draus gemacht, statt einen großen. Weil dann kann ich nämlich hier, ohne dass ich da ständig ein- und auskommentieren muss, gleich dahin springen und einen Einzeltest laufen lassen. So. Breakpoint, und was haben wir hier als Value gekriegt? 1, 2, 3, siehe da, Characters, das heißt, mein Number Read From ist falsch, und das ist, liegt daran, dass ich ihm hier sagen muss, Read From String. Wenn ich sage Read From, dann betrachtet er das wie ein Stream und sagt, ich lese mal, was ich lesen kann. Wenn ich sage Read From String, dann ist das eine vielleicht ein bisschen geheime Geschichte, ein bisschen kryptische Geschichte, dann erwartet er, dass der String auch dann am Ende gelesen ist, das heißt, dass nichts mehr kommt, außer Whitespace. Schauen wir mal, was er da sagen würde. Jetzt kommt nämlich die Nil raus. Da habe ich also vorher mich selber ins Knie geschossen. Abbrechen. Jetzt probieren wir es nochmal. Plus 1, das ist aber auch falsch. Ja, plus 1 ist jetzt eine gültige Integer für ihn, wohingegen für uns das nicht ist. Also Smalltalk erlaubt plus 1 als Integer einzugeben. Offensichtlich. Print, nee. Aber der Read from... Also das ist so, wenn man sich, das ist das Problem, wenn man sich jetzt mächtige Read-Routinen einsammelt, was ich jetzt hier gemacht habe, oder mächtigere, die möglicherweise eine andere Zahlensyntax lesen, als das Scheme eigentlich lesen sollte, dann kriegt man da ein Problem wieder. Dann muss man es vielleicht doch reimplementieren. Oder man validiert es vorher, dass es nicht wirklich, dass der nicht mehr liest. Und das habe ich mir hier jetzt eigentlich eingehandelt. Ich nehme das jetzt mal wieder raus und kommentiere den Code, damit wir hier uns jetzt nicht aufhalten, und unterstütze jetzt erstmal nur wieder Integers. Weil wir wollen jetzt hier nicht in die Smalltalk-Tiefen reingreifen oder jetzt mit Regex anfangen oder solchen Dingen. Das muss jetzt wieder funktionieren, dann tun wir das hier wieder auskommentieren und den Float-Test, den kommentieren wir weg. Den lassen wir mal. Ich will, dass wieder alles grün ist. Machen wir mal da alle. Okay, alle grün. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Okay, es geht weiter. Was wollten wir hier machen? Wir waren hier, das Float wollen wir weglassen. Wir wollen noch das True testen. Scheme True, the one and only instance. Das ist ja ein Singleton. Und da erwarten wir, dass ein Hash T kommt. Debug. Aha. Ist Scheme True? Scheme True versteht er nicht. Naja, das haben wir noch vergessen. Browser. Scheme True, und bei Scheme False haben wir es wahrscheinlich auch vergessen. False. Machen wir mal ein Multiselect und sagen, bei beiden möchte ich gerne bitte schön die Is-Prüfmethoden machen. Und der False kommt aus dem Object. So, jetzt habe ich hier ein Is Scheme True. Bei False habe ich ein Is Scheme False. Und bei Object habe ich die beiden Is Scheme False und Scheme True als False liefernde. Also jetzt versteht das. True, okay, lassen wir es nochmal laufen. Alles grün, das soll, haben wir das gern. Jetzt kommt die Symbol, ob er Symbol richtig ausgibt. Das heißt, wir brauchen ein Scheme Symbol, New Characters, Doppelpunkt ABC. Und dann muss da ABC kommen, wenn ich das ausgebe. Und kommt,
Und jetzt als letztes noch eine Liste, mehrere Listen vielleicht. Zunächst mal wieder eine einfache, also eine, das will ich das jetzt von Hand bauen oder kann ich mich jetzt schon verlassen darauf, dass der Reader das richtig macht? Ich würde mich jetzt darauf verlassen, dass der Reader das schon kann, weil das ist Test 10 und da sind die Reader-Tests schon gelaufen. Also könnte ich sagen, Scheme Reader, read from String, und dann kann ich jetzt hier nämlich eine Liste mit 1, 2, 3 eingeben und brauche da jetzt nicht kompliziert hier sagen, Scheme, Cons, New, Set, Chaos und so weiter. Sie können es sich vorstellen. So, und wenn er das wieder druckt, dann erwarte ich, dass da 1, 2, 3 wieder rauskommt. Und dasselbe machen wir für eine degenerierte Liste, wo hier hinten ein Punkt noch kommt. Ist nicht vollständig aus meiner Erfahrung, es können immer irgendwo Fehler drin sein, also beim ersten Element schon oder erst beim fünften. Deshalb wäre es vielleicht gut, dass wir auch nochmal hier einen Test machen, der gleich am Anfang eins hat. Sowas, und dann, wenn er es printet, muss das wieder rauskommen, und wenn er das printet, muss das wieder rauskommen. Schauen wir mal. Ich vermute, das tut noch nicht. Warum tut es nicht? Read from String. Was habe ich jetzt hier? Moment. Read from String. Read from String. Ach, ich glaube, ich muss immer sagen New. Ja, jetzt bin ich natürlich beim Smalltalk gelandet, weil eine Klasse kann sich auch laden von dem String in Smalltalk. Und ich habe hier nicht gesagt Scheme Reader New, sondern Scheme Reader nur. Vielleicht sollten wir dem Scheme Reader Browse das beibringen, dass er auf der Klassenseite das kann. Also eine Static-Methode, wenn Sie so wollen. Ach, kann er doch schon. Read from heißt es. Ja, dem sollte ich jetzt auch Read from String beibringen. Und das sagen wir einfach das hier. Und dann nehmen wir, damit wir keinen duplizierten Code haben, bei Read from sagen wir self Read from String. A String. So, jetzt sind wir rückwärtskompatibel, halt. Copy, Paste. Sind wir rückwärtskompatibel, jetzt können wir hier sagen Scheme Reader Read from String oder Read from. Und jetzt kommt es richtig raus. Abbrechen. Debug. So, das war jetzt das Problem. Genau hier, was ich vorher schon angekündigt habe. Unser Cons ist ja einer, der im Char eine Integer hat und im Cutter eine Integer, also ein degenerierter Cons, keine Liste. Und unser Printer, der sagt hier PrintList und dann sagt der Cutter und ruft sich rekursiv mit PrintList wieder drauf auf. Der sagt dann am Schluss, ich soll ja eine Liste printen, also print ich mal den Char. Aber jetzt habe ich als L hier nämlich eine Scheme Integer und die kann keinen Char. Also muss ich hier genau an der Stelle nämlich gucken, ist es eine degenerierte Liste? Das heißt, ich mache hier meinen Kommentar. Degenerated und sage L cutter is scheme cons if true. Oder machen wir if false erstmal, das machen wir so. Wenn das nämlich keine ist, dann ist es genauso eine böse degenerierte Liste. Dann sage ich hier, ich drucke mal einen Punkt mit einem Blank. Print on, weil das andere Blank habe ich schon ausgegeben on a stream. Und dann sage ich, rufe ich mich rekursiv wieder für nicht Listen, sondern für beliebige Elemente, Objekte auf und sage self, also dieses print on, self print L cutter on a stream. Und das war's, return self. Halt, eine Klammer zu muss ich am Schluss noch printen. Eigentlich den Code von da oben. Das könnte man auch noch zusammenfassen, aber das mache ich jetzt nicht. So. Abbrechen, und jetzt kommt nämlich hier hinten genau das Richtige raus. Wunderbar. Also jetzt haben wir einen Printer und einen Reader. Und jetzt mache ich gleich mal noch ein bisschen einen besseren Test. Jetzt mache ich mal Test 11, damit wir nachher nicht so viel tippen müssen. Read and print objects. Wäre unser Testfall. Objects. Ups, den blöden Kommentar machen wir mal weg. Und da sage ich, mache ich jetzt Folgendes, ich mache eine Schleife über verschiedene Test-Patterns und die lasse ich alle testen. Und das mache ich so, ich mache hier einen konstanten Array, in Smalltalk geht es relativ schön, und sage hier, das erste, was ich testen will, ist Hash-T zum Beispiel. Und dann am Schluss, und jetzt habe ich ein Array von Strings, das zweite wäre dann Hash-False zum Beispiel, das nächste wäre dann eine Integer, 1, 2, 3, 4. Und jetzt enumeriere ich alle Elemente dieses each String, alle Elemente von dem Array und mache mit jedem Folgendes. Mit jedem String mache ich, ich setze einen Reader auf, das heißt ich sage O ist Scheme Reader, read
from String, diesem each String. Und dann sage ich dem Scheme Printer, das wäre das O, vielleicht nennen wir es mal OBJ. OBJ, also, und dann sagen wir dem Scheme Printer, er soll print dieses OBJ on irgendeinen Stream. Und der Stream ist ein WriteStream auf einen leeren String, WriteStream. So, und dann holen wir den Output raus. Output ist S-Contents, das S und das Output. Und dann sagen wir self-assert, Output ist gleich Input. Und each String nenne ich jetzt mal Input. So. Unused Variable, die können wir entfernen. So, und jetzt können wir nämlich hier einfach, indem ich hier Copy-Paste da oben neue Zeile reinmache, eine ganze Latte von Dingern durchtesten. Machen wir das mal. Das ist das Schöne mit Lambdas. Sie sehen, es ist hier wieder ein Lambda. Das ist die Collection. Die hat eine Nachricht Do und sagt, ruf dieses Lambda für jedes meiner Elemente auf. Sehr praktisch. So, machen wir hier. Okay, funktioniert. Und jetzt können wir hier einfach wunderbar, ohne dass wir viel tippen müssen, einfach alle jede Menge, da können wir mal ein A machen, dann machen wir mal ein A, B, C und vielleicht ein Plus, Minus, Mal. Muss auch ein Symbol geben. Wir könnten hier hinten noch einen Testname angeben. Wir können hier zum Beispiel sagen, er soll das prüfen mit is Scheme True. Machen wir das auch noch dazu. Das heißt, is Scheme False. Das heißt, wir machen jetzt, ja, und da sagen wir is Scheme Integer. Da muss kommen is Scheme Nil. Und dann kommt hier is Scheme Cons. Hier ebenfalls. Hier kommt ein Symbol. Und hier muss auch ein Symbol kommen. Und dann haben wir hier den Input. Und jetzt sage ich nicht du, sondern jetzt sage ich pairwise du. Jetzt muss ich quick nachgucken, ob das richtig ist. Implementierungen der Nachricht. Evaluate the argument to arg block, genau, for each group. Das heißt, da kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn ich so eine Liste habe, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pairwise du, da kommt hier immer das jeweilige nächste und er gibt die dann aus. Machen wir das mal, do it. Dann hätten wir 1, 1, 6, 6. Das ist genau das, was wir wollen. Wir kriegen hier zwei Argumente, dann haben wir einen Input und wir haben einen Tester. Tester. Und dann sagen wir, wir wollen gerne, dass das Objekt, das wir da gelesen haben, wenn ich dem die Nachricht Tester schicke, also du Objekt, führ mal die Nachricht Tester aus, dann muss True kommen. Und das asserten wir jetzt. Self-assert Tester. Sie sehen, was wir hier machen, ist, dass wir quasi den Namen einer Nachricht, in Smalltalk geht es nämlich, wenn ich den Namen so hinschreibe, ist es ein regulärer Message Send. Aber ich kann auch den Namen in einem Array oder sonst irgendwie mir herholen und dem dann mit Perform den Namen der Methode, die er aufrufen soll, also eine indirekt, sondern wenn Sie so wollen, symbolisch aufrufen. Und damit kann man solche Geschichten recht nett machen. Debug. Schauen wir mal, ob es auch wirklich stimmt. Angenommen, ich hätte hier gesagt cons, dann muss ja eigentlich ein Fehler kommen, weil wir wollen auch den Test testen. Und siehe da, mein Tester wäre gewesen, is Scheme cons, mein Objekt war ein Scheme Symbol und deswegen kam hier false raus. False. Also das funktioniert recht schön und jetzt können wir nämlich hier einfach einen Bulk-Test machen, also richtig viele Sachen ganz schnell durchtesten. Da muss ein cons wieder kommen. Und machen wir nochmal einen, wo da ganz innen drin was drin steht. Vielleicht sowas mit 1 und da wieder 2. Und dann machen wir noch unsere degenerierte Geschichten. Da sagen wir 1.2 und vielleicht das gleiche nochmal mit einem Symbol a.b. Und noch ein längeres abc.d. Tun alle. Also alle diese Dinge kann jetzt unser Reader lesen. Speziell muss unser Reader natürlich jetzt auch schon lesen können. Cons 1, 2, also wenn ich ihm jetzt ein Programm gebe, das ist ja, bis jetzt liest er es ja bloß, oder ich kann ihm zum Beispiel geben Lambda von AB plus AB. Und wenn ich es printe, muss wieder das Gleiche rauskommen. Also das ist das, worauf wir nachher raus wollen.
Debug tut alles, also der liest jetzt. So, da wären wir mit dem Reader, mit dem Printer sind wir fertig, toll. Jetzt kommt der Eval. Also, Zusammenfassung, wir haben einen Reader, der liest uns einen String ein und baut uns hier so eine Objekthierarchie auf. Relativ trivial. Wir haben einen Printer, der nimmt das Objekt und gibt es wieder aus, so wie es der Reader ursprünglich gelesen hat. Auch relativ trivial. Und jetzt brauchen wir einen Evaluator, der so eine Struktur kriegt und das nach unseren Evaluationsregeln evaluiert. Okay, fangen wir an. Wieder das Gleiche, was wir in Lisp schon gemacht haben. Wir gehen wieder hier in den Eval rein, oder ich mache zuerst den Testcase, immer den Testcase zuerst. Also 20 und es wäre wieder als erstes Eval Simple Objects. Und was wollen wir machen? Wir könnten zum Beispiel jetzt gleich unser tolles Framework hier verwenden und hier einen Input geben und den erwarteten Output zum Beispiel dann, das heißt, wir hätten hier, machen wir einen Kommentar rein, Input und dann sagen wir hier Expected Output. Und was machen wir? Hier erwarten wir, dass da wieder ein Hash T kommt. Und wenn wir es printen, und hier erwarten wir, dass ein Hash False kommt, wobei wir müssen natürlich noch mehr prüfen. Wir müssen, hier erwarten wir, dass 1, 2, 3, 4 wieder rauskommt, weil das sind Zahlen. Hier erwarten wir eigentlich, dass ein Error kommt, wenn wir so wollen, also, oder dass Nil rauskommt, weil das ist kein gültiges Eval. Also ich darf eine leere Liste nicht evaluieren. Wir machen es mal kurz auf das Scheme im Racket. Wenn ich dem sage zum Evaluator, ich spreche ja hier mit dem Evaluator, wenn ich dem eine leere Liste gebe, dann sagt er, das macht keinen Sinn. Das muss, da vorne muss irgendeine Funktion erstmal stehen fürs Eval. Aber soweit wollte ich jetzt mal noch gar nicht gehen. Lass uns das erstmal hier noch auskommentieren. Comment. Und was wollen wir mit jedem machen? Also wir haben hier einen Input-String, den lesen wir, den brauchen wir nicht mehr. Und dann geben wir das dem Eval, das heißt, wir sagen dem Scheme Eval, wie habe ich das genannt? Noch gar nicht, gibt es noch nicht. Also Scheme Eval, evaluate, Doppelpunkt, dieses Objekt. Und eigentlich haben wir gesagt, wir bräuchten ein Environment. In Environment, da müssen wir uns vielleicht nochmal ein Environment basteln erstmal, damit wir nachher nämlich unsere Symbole evaluieren können. Also wir wollen zum Beispiel ein Environment aufbauen erstmal und sagen, Environment ist ein Scheme, Environment new, und dann sagen wir dem Add Binding oder machen wir Bind, Doppelpunkt, und jetzt kommt ein Key. Da müssen wir jetzt eigentlich ein Scheme Symbol New Characters Doppelpunkt A sagen, weil das ist nämlich dann das Bind, der Key im Scheme. Und den Value wäre dann zum Beispiel eine Scheme Integer New Value Doppelpunkt 1, 2, 3. So, das wäre jetzt eigentlich das, was wir machen. Und wenn wir hinterher evaluieren, A in diesem Environment, dann erwarten wir, dass da die 123 wieder rauskommt. Okay, so ähnlich wie wir das hier machen würden, wenn wir sagen würden, define A als 123 und wir sagen dem Evaluator nachher, evaluier mal A, dann kommt die 123 auch wieder zurück. Das erwarten wir natürlich auch hier in unserem Evaluator. Vielleicht ist das hier mit diesem Setup erstmal noch, das machen wir dann in Stufe 2. Ich mache es jetzt erstmal so, ich sage den ganzen Code mal von Hand, damit Sie sehen, wie das normal wäre. Das heißt, das sagt hier, wir lesen das Objekt ein, read from, was weiß ich, hash t, und dann sagen wir, evaluiert das Objekt, da brauchen wir eine temporäre Variable jetzt hier, in dem Environment, und dann sagen wir self assert das Result. Result ist eine neue Variable, Result, dann sagen wir, erwarte, dass das Result is scheme true. Und den Rest kommentieren wir erstmal vorläufig nochmal aus. So. Scheme Environment haben wir noch gar nicht und Evaluate In gibt es noch nicht, weil es das Scheme Eval auch noch nicht gibt. Ist klar, Scheme Eval gibt es schon, das haben wir schon, aber Evaluate Object in Environment gibt es noch nicht. Das machen wir mal leer. Da machen wir hier Evaluation. Hier wieder als Static-Methode, wenn Sie so wollen. Evaluate
ein Objekt O in einem Environment, na komm, Objekt lassen wir es so, und machen erstmal ein Self-Halt hin, weil wir es noch nicht haben. Und was wir brauchen jetzt kurz ist das Scheme Environment. Definieren wir mal kurz eine Klasse, die erbt von Object. Scheme Environment, Environment, und jetzt haben wir hier die Bindings drin. Und das Scheme Environment, da machen wir vielleicht einen extra Testfall dafür. Das heißt, ich mache, deswegen habe ich da ein paar Nummern freigelassen. Jetzt machen wir hier mal mit 4 weiter und sagen, wir brauchen keinen Reader jetzt in dem Fall, sondern wir brauchen ein Environment Test. Und was wollen wir machen? Wir legen ein Environment an. Scheme Environment, halt Environment, New. Und sagen E, Bind, haben wir ja noch nichts. Wie habe ich es genannt? Moment, brauche ein neues Tab, muss kurz nachgucken, wie ich das genannt habe. Ich habe es nämlich vergessen. Bind Value. Ach, Bind To klingt netter. Sagen wir Bind To. Also wir sagen, wo war ich vorher? Da hinten. Ach so, da im Test war ich, genau. Bind, das Scheme-Symbol. Jetzt wird es aber an der Zeit, dass ich noch einen Test für Scheme-Symbol mache, weil das ist nämlich wirklich kaputt. Und wenn ich jetzt so weiter tippe, dann tippe ich hier Code ein, den ich nachher gar nicht mehr brauchen kann. Dann werden Sie gleich sehen, warum. Characters, Doppelpunkt, A, B, A, reicht mal. Und das binden wir, dieses Ding binden wir to Scheme Integer New Value 1, 2, 3, 4. So, und dann holen wir den Value wieder raus aus dem Environment und sagen V. V ist dieses Environment Value 4, können wir das mal nennen, Value 4. Und jetzt müssen wir wieder dieses Scheme-Symbol angeben. Und dann erwarten wir self-assert, dass dieser Value ist Scheme-Integer. Und dann erwarten wir außerdem, dass der den Value 1, 2, 3, 4 hat. So, und jetzt, wir haben noch ein paar Bugs in unserem ganzen assert value equals. Wir haben noch ein paar Bugs und ich mache mal einen zusätzlichen Test. Eigentlich müsste ich, ein paar Sachen möchte ich nur machen. Erstens mal möchte ich das E umbenennen, das gefällt mir ja nicht. Env. Und da, außerdem möchte ich den Test vielleicht umbenennen, dann machen wir mal da einen Test 09 draus, weil ich brauche noch einen anderen. Ich brauche einen Test, der mir sagt, ob zwei Symbole gleich sind. Wenn ich nämlich mit dem Reader zwei Symbole einlese, A, B, C, A, B, C, müssen die identisch sein. Oder ich lasse Sie und mich jetzt mal in die Falle laufen und wir schauen mal, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Okay? Dann nehmen wir unser Environment und implementieren das Environment jetzt mal frisch drauf los. Das heißt, das Environment hat Bind to als Entry. Das machen wir jetzt mal. Gehen wir zum Environment. Scheme Environment. Und wir haben das ja mit New angelegt, das heißt, wir müssen jetzt hier diese Accessors machen oder vielleicht ja, Bindings, nennen wir es mal, damit man, solange man bloß ein oder zwei Methoden hat, brauchen wir die Kategorie nicht wirklich, aber ja. Bind a key to a value. A value. So, und jetzt muss der sagen, okay, vielleicht können wir gleich die Bindings, müssen wir uns überlegen, wie wir das auf Smalltalk abbilden oder wie sie das in C oder in ihrer Implementierungssprache abbilden. Also in Java würden Sie eine Hashtable nehmen, in Smalltalk würde ich auch eine Dictionary nehmen. Jetzt kommt die Dictionary in zwei, oder auch die Hashtable wahrscheinlich, kommt in zwei Ausprägungen vor bei mir hier. Es gibt eine Dictionary und es gibt eine Identity Dictionary. Die eine, die hasht auf Objektidentität, die andere auf Objektinhalt. Ein Beispiel, ich zeige es Ihnen mal in Smalltalk. Ich habe eine D und sage da Dictionary New und dann sage ich dem D an der Stelle 1.0 put 1.0 als Beispiel, also an der Stelle 1.0, der Key ist jetzt eine Float und der Value ist ein String
Und dann frage ich das D, was hast du denn an der Stelle 1.0? 1.0. So, ich tippe hier zwar im Browser, ich will das nachher nicht akzeptieren, ich verwende das jetzt einfach mal als Workspace zum Do-It und guck, was da rauskommt, und da kommt der Value wieder zurück, den ich vorher reingetan habe. Das ist klar, haben wir erwartet. Ich kann jetzt aber auch mit dem Key 1 dahin gehen. Das ist nicht der gleiche Key, mit dem ich es reingespeichert habe. Ich habe es ja unter der Float 1.0 reingespeichert und jetzt hole ich den Wert unter der 1. Schauen wir mal, was die sagt. Siehe da, das kommt auch. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass 1.0 auf Gleichfrage True liefert. Das entspricht dem EQV von Lisp oder auch dem Equals von Java. Das ist das einfache Gleich. In Smalltalk gibt es aber noch ein Doppelgleich, das ist die Objektidentität. Das ist natürlich hier nicht True, da kommt False raus bei dem. Und wenn ich jetzt eine andere Dictionary nehme, das ist die Identity Dictionary, Identity Dictionary. Wenn ich der unter dem Key 1.0 was ablege, dann muss ich es auch unter identisch dem gleichen Ding wiederholen. Sonst kriege ich es nicht mehr. Das heißt, der wird jetzt hier sagen, ups, no such key, habe ich nicht. Was hat er als Keys? Gucken wir mal rein, da sieht man es auch, 1.0. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn verwenden für unsere, so viel dazu. Jetzt gibt es auch Systeme, es gibt auch Programmiersprachen, wo die Unterscheidung gar nicht gemacht wird. Oder wo Sie das selber jetzt entscheiden müssen. Wenn Sie es in Smalltalk in C implementieren, müssen Sie sich selber überlegen, wie Sie das Hashing machen. Ob Sie überhaupt ein Hashing machen. Sie können natürlich auch einen sequentiellen Search durch ein Array machen, hier an der Stelle. Alles, was Sie brauchen im Environment, ist, dass Sie unter einem Key was ablegen können und unter dem gleichen Key das wieder kriegen. Jetzt ist es so, unsere Symbole im Moment gerade sind nicht identisch, die haben nur den gleichen Inhalt. Das heißt, wenn ich diese Symbole verwende, muss ich hier auch nach Inhalt suchen. Ja. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, ich würde auf Identität suchen. Das heißt, ich sage hier in der Initialisierungsroutine, also ich bringe dem bei, wie er sich initialisiert, das machen wir mal kurz, Instanzierung mit Initialisierung. Das heißt, jetzt habe ich hier eine Initialize-Methode, die wird aufgerufen, und im Initialize, da sage ich Bindings und verwende jetzt hier in Smalltalk die Identity Dictionary New. Das heißt, wenn ich nachher später rankomme, und da mache ich mir jetzt mal einen kleinen Kommentar hinein, den habe ich doch hier eh schon. Copy und mache den hier rein. Da sehen Sie übrigens noch einen Fehler von der aktuellen Version, dass er hier nicht malt manchmal. Also, ich weiß, auf wen was blamed, aber ich werde ihn jetzt nicht öffentlich. Okay, ich mache jetzt hier mal einen Kommentar hin. Na, was war? Kein Fokus. Einen Kommentar hin, damit ich das nachher nicht jedes Mal wieder eintippen muss. Ich sage Environment ist Environment New, dann sage ich Bind Scheme Symbol New Characters to Scheme Value und dann sage ich Environment, was habe ich gesagt? Value 4 war es. Value 4 Scheme Symbol. So, und jetzt lande ich also nachher, wenn ich diesen Code ausführe, lande ich in diesem Halt, den ich jetzt gleich eintippe, Self Halt, übernehmen und führen wir das mal kurz aus, Do It. Na, brauchen wir hier auch. In dem Kommentar brauche ich trotzdem die Variable. So, also bind to do it. Jetzt sind wir hier in dem Halt. Hier haben wir unseren Keys, das Symbol, hier haben wir unser Value, die Integer. Und jetzt sage ich natürlich ganz einfach, Bindings haben wir auch schon aufgesetzt. Das gibt es hier unten. Ich kann es auch hier kurz eintippen, da sehen Sie es. Bindings ist jetzt noch eine leere Dictionary. Und jetzt sagen wir einfach Bindings an a key, add a key, put a value, fertig. Das funktioniert ganz toll. Übernehmen und neu starten und damit sind wir durch. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Also wenn ich jetzt hier mir das mal angucke, Inspect, dann sieht man, aha, Bindings ist eine Identity Dictionary und Bindings, wenn ich reingucke, sieht man da wieder unter dem Symbol Key, unter dem Symbol A ist der Key, ist die Small Integer abgelegt. Vielleicht bringen wir der Small Integer auch kurz bei, wie sie sich printet. Für uns hier machen wir hier eine Kategorie Printing und bringen dem kurz bei Printing und bringen dem kurz bei Print on Stream. Und da sagen wir einfach Value Print on a Stream. Warum bringt er mir das jetzt hier nicht als sinnvolle Erweiterung? Kleine Geschichten. So, und jetzt gehen wir hier wieder zurück und jetzt sagt er mir hier unter 23, das heißt, Symbol A
ist gebunden an 123. Das sieht ja prima aus, aber jetzt gehen wir nachher mit dem Value 4 wieder rein. Mit dem Value 4 würde man ja normalerweise sagen, hier drin bei Bindings, okay, Value 4 a key, da kommt jetzt wieder, da muss ich einfach sagen, return bindings add a key. Wenn es nicht da ist, if absent, schönes Lambda, kann man sagen, self-error. Okay, und jetzt lassen wir den Test nochmal laufen. Und was wird er hier sagen? Wir würden jetzt annehmen, na, das ist doch drin. Ich habe ja vorher unter dem Symbol A was abgelegt und jetzt hole ich es unter dem Symbol A wieder raus. Aber was sagt unser Ding? Der sagt, oh, sorry, Error encountered. Error, da können wir noch ein Ding mitgeben, no such key, Doppelpunkt, und da können wir sagen, a key print string. Machen wir da sowas draus. Und jetzt können wir es nochmal schicken. Resend, da sagt er no such key, Symbol A. Und gucken wir rein, sowas Blödes, da ist ein Symbol A. Aber ich bin eine Identity Dictionary, weil das Symbol A ist ein anderes als das. Ich kann das sogar Ihnen zeigen, wenn ich hier da einen Doppelklick drauf mache. Der Debugger, der tut hier nämlich so Zahlen zuweisen und zeigt mir damit, ob es das gleiche ist. Wenn ich hier drauf, der Inspektor, sorry, wenn ich hier auf den Key auch ein Ding mache, Inspect, dann sieht man, das hat ein Key, ne, da war der falsche halt, sorry, zurück. Inspect Key, Schlüssel. Das ist Nummer 31 und der andere hat gehabt Nummer, na, wo war er? Irgendwo da hinten. Der Screen ist zu klein. 28. Hier, das sind also zwei verschiedene, sind zwar beide Symbols und die haben beide das A drin, aber sie haben nicht die gleiche Identität, sind zwei verschiedene Objekte. Und deswegen wollten wir folgen, deswegen, jetzt gibt es dadurch zwei Möglichkeiten. Also entweder wir sagen, wir verwenden halt in Gottes Namen keine Identity Dictionary, sondern eine Value Dictionary, die reinguckt. Aber dann muss der immer String Compares machen nachher, um das zu finden. Und das schöne Hashing wird dadurch vielleicht zum Teil wieder kaputt gemacht. Oder wir sagen, wir sorgen dafür, dass genau diese, das ist, was ich gesagt habe vorher, dass wenn ich zwei Symbols eingebe, dass die immer identisch sind, wenn sie die gleichen Characters haben. Und dazu müssen wir den Reader so ändern, dass wenn er ein Symbol anlegen will, er zuerst gucken muss, ob das Symbol schon da ist. Und wenn es schon da ist, er mir das Objekt, das schon da ist, zurückliefert. Statt dass er Neues anlegt. Ja, also die... Wobei, ich würde sagen, tatsächlich gehört es noch woanders hin, aber wir können es jetzt erstmal hier in den Reader reintun, einfach damit Sie mal sehen. Das heißt, der Reader hätte vielleicht sogar eine Static-Variable, die über die gesamte Laufzeit von unserem System gehalten wird. Das heißt, das wäre die Symbol-Table, nenne ich das mal. Und in der Symbol-Table, die müsste ich irgendwann mal initialisieren. Machen wir da mal eine Initialisierungsroutine rein. Class-Initialisierung, Initialization. Und sagen, wenn die Klasse initialisiert wird, initialize, dann machen wir Folgendes, dann tun wir die Symbol-Table setzen wir auf eine Dictionary, und zwar keine Identity, sondern hier eine Dictionary, new. Und dann machen wir als nächstes im Reader, jedes Mal, wenn wir ein Symbol anlegen wollen, das ist hier drin, ganz am Ende, hier ist Scheme Symbol new, da sagen wir Symbol-Table, add. Und jetzt nehmen wir die Strings, die Characters als Key und das liefern wir zurück. Wenn aber nichts drin ist an der Stelle, dann können wir hier in Smalltalk ein hervorragendes Ding nehmen, if absent put und geben hier das, was wir hier angelegt hätten, rein. Na, brechen wir es mal um, dass es netter aussieht. Sowas. Und das war's schon. So, also, das entspricht, in anderen Sprachen würden Sie schreiben, Symbol Table includes Key, Doppelpunkt, Characters, if true, return Symbol Table an der Stelle Characters. Und ansonsten, also nur für Sie zum Lesen später, diese Zeilen hier unten. Ansonsten sage ich Symbol Table an der Stelle Characters put dieses neue Symbol.
Und dann muss ich mir das auch noch merken. Das heißt, ich muss hier sagen, S, Doppelpunkt gleich das Ding. Und dann return ich hier hinten S. Das ist das, was diese Zeile hier unten macht. Diese Statements, ne? Ist dasselbe. Ich lasse das mal als Kommentar, wenn Sie dann den Code lesen zu Hause, dann sagen Sie, Mensch, Smalltalk ist doch cool. This is the same as das hier. Okay, vielleicht haben Sie ja sowas auch in Java, ich weiß nicht, dass man hier so ein Lambda mitgeben kann, im Falle, dass es nicht drin ist, dass er dann gleich reintut und das, was er reingetan hat, evaluiert und dann zurückliefert. Aber ich glaube nicht. Vielleicht mit der nächsten Version, mit Lambdas, weil das ist genau die Applikation, wofür man sowas braucht. Weil Sie sehen schon, dass Sie hier ein Lambda eigentlich brauchen, weil der greift nämlich hier auf Kers zu. Das heißt Outer Scope, das ist gar nicht, das ist ja nicht hier drin im Lambda, das ist ja eine Inner Function, wenn Sie so wollen. Und das Kers ist frei, man sagt, es ist eine freie Variable innerhalb dieser Inner Function. Die gehört nicht da innen rein im Scope, sondern die ist im Outer Scope, die ist ja hier oben in dem Scope. Das heißt, zunächst einmal muss der da drauf zugreifen. Jetzt kann aber eigentlich ich hier nicht wissen, ob das Add if Absent Put, dieses Lambda, das ich ihm gebe, vielleicht halt. Woher weiß ich denn, was der da drin macht? Es könnte ja eine User-Funktion sein, oder die könnte ich gerade importiert haben oder mit einem Glassloader geladen haben. Ne? Also ich übergebe den Lambda da rein als Argument und ich weiß nicht, was der mit dem Lambda macht. Also muss das System darauf vorbereitet sein, dass der dann später da irgendwann mal, vielleicht macht er einen Debugger auf und saved sich das irgendwo in einem Log oder sonst irgendwas, was weiß ich, was da drin abgeht. Also muss der darauf vorbereitet sein. Und das ist genau die Geschichte, die eben mit den Lambdas reinkommt. Runterzus geht es eigentlich immer. Das heißt, wenn ich sowas nur nach unten gebe, ein Lambda als Argument, und es sichergestellt ist, dass dieses Lambda da drin mich nicht überlebt, also diesen Methodenaufruf nicht überlebt, dann ist es relativ ungefährlich. Dann kann ich sogar ein C machen, indem ich einen Pointer auf eine Stack-Variable übergebe. Weil das ist ja noch live, solange der da unten rumwuselt. Aber wenn es eben die Möglichkeit besteht, dass die Referenz überlebt und der dann Return macht, dann brauche ich irgendeinen Spezialmechanismus. Und das sind genau unsere Closures. Wir werden noch darüber sprechen, in dem Lisp-Version habe ich ja immer eine Closure angelegt und habe immer das Environment gespeichert. Es gibt natürlich Fälle, wo ich das nicht brauche. Nämlich genau die Fälle sind die, wo hier kein Zugriff auf die Outer-Ding stattfindet. Oder ich kann zum Beispiel feststellen, der macht nur einen Lesezugriff. Dann kann ich die Variable reinkopieren. Dann braucht man nicht das ganze Stackframe, sondern nur die Variable. Also da kann man noch optimieren. Aber der generelle Fall ist schon der, dass ich die ganzen Variablen closen muss. Und wenn ich das kann, kann ich die anderen auch vielleicht nicht effizient, aber ich kann es. Und wir machen das jetzt erstmal nur so. So, also das wäre jetzt hier an der Stelle, wobei ich das ungern an den Reader eigentlich festmache. Eigentlich gehört die Symbol Table in die Scheme Symbol Klasse rein, damit man später auch programmatisch sagen kann, ich möchte gerne ein neues Symbol haben mit den Characters drin. So muss ich immer durch den Reader reingehen. Ja? Oder wenigstens machen wir dieses Stück Code, könnte man vielleicht wenigstens extrahieren in eine separate Methode, die man dann auch von außen aufrufen kann. Das mache ich jetzt. Also das sage ich vielleicht, dass das Ding hier vielleicht Methode sein soll, die heißt Symbol for Characters, soll die heißen. Und dann macht er mir Return Self Symbol for Characters und hat die Methode hier drin und dann kann ich die von außen auch aufrufen. Das war jetzt Refaktorieren, also hier hat es jetzt funktioniert. Das sind natürlich nette Geschichten. So, ich breche das nochmal ein bisschen um, das gefällt mir nicht, wie er das da formatiert. Immer. Wobei, ich weiß gar nicht, wie hätte er das formatiert? Na, er macht es genauso. Dumm. Okay, zurück. Moment. Undo. Undo. Ah nein, das will ich nicht undoen. Okay. Zurück zur vorigen Version. Und nochmal eine zurück. Ah, geht nicht. Hat er nicht gemerkt. Okay, machen wir es nochmal. So. Also, jetzt kann ich nämlich auch von außen Symbol formal aufrufen, wenn ich es mal brauche. So. Und jetzt schauen wir mal, jetzt können wir aber unseren Test vielleicht nochmal machen. Wir können nämlich hier vorher einen Test für Symbole machen, indem ich einfach sage, ich mache mal zwei S1 und S2. Und Sie sehen schon, das ist das Problem, dass ich es in Reader verdrahtet habe. Das hilft mir nämlich jetzt hier gar nicht. Ich muss durch den Reader gehen, damit ich die Symbole kriege. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, Scheme Symbol Gappers. Also ich mache das gleich ganz richtig und es gehört nämlich eigentlich wirklich woanders hin. Ich tue das in das
in das Scheme Symbol rüber. Und zwar mache ich hier eine Symbol Table rein. Symbol Table. Und jetzt redefiniere ich das New. Jetzt mache ich ein New Instance Creation und nenne das New with Characters. Chars. Und da packe ich jetzt den Code rein, den ich gerade eben eingegeben habe, in Symbol 4 hier. Copy. Tatsächlich kann ich es hier rausschmeißen. Und kann dann wieder zurückgehen zu meinem Symbol und tue das hier rein und sage jetzt hier an der Stelle, und da kann ich natürlich jetzt sagen Self New, sowas. Ja? Pause? Nee? Ton? Batterie? Okay. Also schauen wir mal, was jetzt, wenn ich jetzt sage Scheme Symbol, New with Characters, Doppelpunkt A, und da sagen, machen wir gleich mal einen Inspect drauf. Also ich sage Inspect. Aha, undefined object does not understand output. Ja, das ist richtig, weil die Symbol Table ist natürlich noch nil, die habe ich nie initialisiert, weil die Initialisierung brauche ich auch. Scheme Reader, Class Initialisierung, das können wir einfach mal übertragen nach Klasse. Scheme Symbol gehört das eigentlich hin. Weg. Und was macht er hier hinten? Ganz am Schluss, da gehört es eigentlich auch Return Scheme Symbol. New with Characters rein. Unused Variable. Okay, dann schmeißen wir sie weg. Und die da, die brauchen wir auch nicht mehr, die schmeißen wir hier auch raus. So, jetzt haben wir das alles drüben. Ich kann Ihnen übrigens sagen, woran das liegt, dass es hier nicht malt. Das ist einfach ein Redraw-Problem, weil wir haben die neuen Fonts hier eingebaut, die schönen XFT-Fonts. Und wenn das gescrollt ist, dann malt das falsch. Also ich muss einfach hier vorne einen Tab wegmachen. Den da, auf den kann ich verzichten. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Environment-Tests brauchen wir auch nicht zweimal. Halt, da habe ich noch was geändert, da schmeißen wir den weg. Rot heißt immer, ich habe da drin schon, ich habe geändert. Und jetzt schauen wir mal, machen wir Inspect auf das Ding. Und wieder was falsch, halt, ich habe es immer noch nicht initialisiert. Ja, die Klasse habe ich noch nicht initialisiert, die muss ich vielleicht kurz initialisieren. Gibt es da sowas? Spezialklasse initialisieren. Tatsächlich gibt es das schon, wenn ich nämlich auf der Klassenseite bin. Wenn ich die Initialize-Methode selektiert habe, dann kann ich die hier aufrufen. Damit wird sie quasi kurz aufgerufen. So, und jetzt müsste es aber stimmen. Was ist jetzt die Symbol Table? Jetzt ist es eine Dictionary. Okay, und jetzt müsste es auch funktionieren. Inspect. Genau, jetzt haben wir hier ein Symbol gekriegt. Fenster ist wieder viel zu groß. Ich muss es einmal schließen, damit er sich nämlich merkt, wie groß meine Wunschvorstellung war. Und dann macht er es immer so groß. So, und jetzt machen wir es nochmal, do it. Und das Symbol, inspect it, sorry. Und das zweite Symbol muss jetzt 32. Sie sehen, das ist identisch. Ich kann es auch nach seinem Identity-Hash fragen. Das ist so eine interne Adresse. Das ist auch das Gleiche. Das heißt, man sieht, das ist, jetzt habe ich wirklich identische Objekte gekriegt, vorher nicht. Okay, und jetzt tut auch meine Environment, das lassen wir mal als Kommentar hier stehen, vielleicht brauchen wir es nochmal. Jetzt können wir das schließen mit dem ganzen Ding und gehen wieder zurück zum Environment. Jetzt funktioniert das, hoffentlich, mit den Bindings hier. Ich darf allerdings nicht mehr sagen, Scheme Symbol New Characters. Ich darf das nicht mehr sagen, na, dann verbieten wir es uns doch, oder? Damit wir nicht aus Versehen reinlaufen. Das machen wir lieber jetzt gleich. Also ich brauche es mal geschwind, Scheme Symbol. Und ich blockiere jetzt das New. Ich sage hier neue Kategorie und sage einfach blocked. Und da sage ich New, self-error, should not be instantiated. Können Sie sich was Schönes überlegen? This way. Jetzt haben wir natürlich nur ein Problem, dass der das nämlich wirklich in New machen will, der muss dann hier sagen Super New, damit er nicht in die Falle läuft. Na gut. Oder Self-Basic-New geht übrigens auch, könnt ihr auch machen. Self-Basic-New. Basic-New ist das New, das man nicht redefinieren soll. Dass man sich darauf verlassen kann, dass es immer da ist. Insofern kriege ich mit Basic-New immer noch welche, aber das New habe ich jetzt blockiert. Wenn ich jetzt sage Symbol-New, Scheme Symbol-New, was übrigens in Java auch nicht so leicht geht, das New wegzu definieren, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht, aber früher ging das nicht.
Wenn ich Scheme Internal New sage und sage do it, dann kriege ich ein Error, should not be instantiated this way. So darfst du das nicht machen. Und jetzt, weil wir haben nämlich noch viele Scheme Internal New in unseren Test Cases, die müssen wir jetzt alle auffischen und sukzessive ändern. Deswegen habe ich das jetzt gerade gemacht, damit wir da nicht nachher in eine Falle laufen. Jetzt lasse ich mal alle Tests wieder laufen. Muss ich mal, was war denn das da gerade? Akzeptieren wir das einfach mal vorläufig kurz. Muss mal wegselektieren, wieder hingehen. So, jetzt lassen wir alle laufen und jetzt knallt es hier gleich. Aha, da sehen wir, should not be instantiated this way. Da sind wir nämlich hier gleich an der Stelle. Da sagen wir new with characters. With characters. Und sobald wir hier durch sind und die Tests wieder laufen, machen wir eine Pause, damit Sie auch und ich kurz durchatmen können. Fortfahren, abbrechen. War es das schon? Aha, da ist noch einer drin. Scheme Symbol New with Characters. Tatsächlich könnte ich eigentlich auch mal kurz Folgendes machen. Ich mache mal kurz eine Search und sage, überall, wo irgendeine Expression, wo Scheme Symbol vorkommt, New Characters, Doppelpunkt, irgendwas, das möchte ich gerne suchen. Da gibt es bloß noch an zwei Stellen New with Characters und das gleiche hier unten ersetzen. Okay, übernehmen, das war's. Unused Variablen, weg damit. Und der blöde Kommentar, den er automatisch generiert hat, den brauchen wir ja nicht durchziehen. So, okay, Debug. Aha, prima. Also die anderen Tests sind ja alle wieder grün, hoffe ich. Na, da ist noch einer rot. Ne, der war auch grün, der hat bloß keinen Read-Raum mehr gemacht. Also, wir sind wieder auf dem synchronisierten Stand. Alles tut wieder, was schon mal tat. Wir sind beim Evaluator. Nur, dass wir jetzt eben unsere Bindings haben. Wir haben nämlich jetzt ein Environment, was wirklich funktioniert. Inspect, da sind jetzt die Bindings drin. Identity Dictionary, Symbol ist drin. Und da könnte ich mein Value rausholen, wenn unser Evaluator täte. Und der tut noch nicht. Das machen wir nach der Pause weiter. Bis gleich, 5 Minuten. So.